So, um die Kurven luren. Okay, dann nehme ich gleich noch einen Trank, weil das sind ziemlich viele Gegner. So, speichern wir mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Autsch! Gibt's doch nicht. Habe ich da schon wieder... Wow, wo kommst denn du her? Lustig. 5 von 6 Vasallenringen. Ach, noch einer. Das gibt's doch nicht. Der schießt doch das Skelett durch. Wahnsinn, die haben das wirklich so hüftfrei programmiert, dass man durch die durchschießen kann. Finde ich nicht lustig. So. Weh, da kommt noch einer von hinten. Ich mag's nicht so gern von hinten, also die Gegner von hinten. Also vieles anderes auch nicht, aber die Gegner auch nicht. Ja, meine Zweideutigkeit, ich weiß, Leute. Heilwurzel. Mitten hier im Nichts so eine Heilwurzel. Finde ich auch gar nicht schlecht gemacht mit der Sonneneinstrahlung, die von Decke. Okay, Sonne, Decke. Alles klar. Tolle Lichteffekte, super gemacht. Ah, Ghoul. Ich mag keine Ghule. Vor allem nicht, welche die mich treffen. So. Schatztruhe. Bla bla bla. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts. Ja. Rechts. Oh, jetzt hör doch mal auf hier. Rechts, links, rechts, rechts, links, links. So. Dann gibt es keine Diskussion mehr. 250 Gold war da drin. Da habe ich sogar fast das Geld von den Dietrichen drin, die ich ja verschwendet habe. Naja, schön. Leck wieder ein bisschen umeinander. Das mag ich am liebsten. So. Was haben wir denn hier? Eine Rezeptur. Und ein Schränklein. Da ist drin Zeugs. Ich mag Zeugs. So, und noch... Ah ja, natürlich, weil jede behinderte kleine Truhe scheißverdammt nochmal abgeschlossen sein muss. Illusion erschaffen. Okay, das ist... Keine Ahnung, das setze ich irgendwie nicht so oft ein. Ist, glaube ich, wahrscheinlich auch mehr für Nahkämpfer sinnvoll. Okay, dann kommen wir hier unten raus. Ach ja, da kommen wir hier raus. Später. Später, nicht jetzt. Auch wenn ich da den ganzen Weg nochmal gehen muss, ich glaube sowieso, dass ich... Ja, ich weiß schon, wie ich das mache. Das weiß ich schon. So. Zum Glück kenne ich das Spiel schon, sonst müsste ich einige Wege ziemlich oft gehen und alles umständlicher machen, etc. Wobei natürlich ein Blind Let's Play zum Zugucken vielleicht auch etwas mehr reizt. Ich weiß es nicht. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren, Leute. Ihr würde mir einen unglaublich großen Gefallen tun. Es muss jetzt keiner sein, der das Video unglaublich toll findet oder irgendwas. Aber wenn das jemand hört, bitte schreibt mir drunter, was ihr lieber mögt. Oder ob es euch egal ist. Ein Blind Let's Play oder kein Blind Let's Play. Würde ich jetzt wichtig finden, wenn ihr mir das mal sagen würdet. Also, was heißt wichtig? Das wäre sehr interessant für mich. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nicht. Ist verschlossen. Das wäre sehr interessant für mich, wenn ihr mir das sagen würdet. Was würde mich brennend interessieren. Bitte lasst es mich wissen. Schon wieder durch die Hüfte durchgeschossen. Okay. Das, also bitte, jeder, der dieses Video sieht, bitte unten kommentieren, was ist euch lieber, Blind Let's Play oder so, wie es ich jetzt mache. Ich kenne alles ziemlich gut und ich weiß, wo ich hinrennen muss und es geht alles recht flüssig. Also, ich sage jetzt nicht, das soll sich jetzt nicht beschönigend anhören, dass alles sehr flüssig geht, weil, ich weiß nicht. Vielleicht mögen manche Leute lieber, wenn man selber miträtselt, genauso wie der Spieler. Also der Let's Player. Keine Ahnung. Ich bin ja derzeitig, damit ihr mal wisst, wie lange das her ist, ich bin derzeitig am Hochladen von Venetica Part 5. Habe ich heute hochgeladen, glaube ich. Ja, das war heute. Und das ist ja mein erstes richtiges Blind Let's Play. Oh, nochmal Heiltränke. Da ist noch ein kleiner Smaragd. Und
Da ist ein Berserker. Also das wäre wirklich cool. Einfach unten kommentieren, Blind Let's Play oder wenn jemand anderes das schon gepostet hat, einfach das Kommentar von dem liken, wie auch immer, dann weiß ich, dass... Naja, noch ein Skelett. Könntest du dieses verdammte Skelett treffen, bitte? Dankeschön. Dann weiß ich, wie zu ihr dazu steht. Ich persönlich ich werde es erst verraten, wenn ich ein paar Meinungen dazu habe. Dann werde ich mal meinen Senf dazu abgeben. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten, wie ich da denke. Ich kann euch gleich verraten, dass was ich dazu denke, ist keine Ja- oder Nein-Antwort, wie ihr euch denken könnt. Das ist schöner, umschriebener, situationsbedingter, etc., etc., etc. So, speichern wir mal ab, weil diese blöden Stachelratten, die haben es in sich. Die töten mich jetzt bestimmt. So, und Stachelratte hin oder her. So, lala. Ja, wir brauchen eigentlich zum nächsten Level ab. Wir haben jetzt ziemlich viel gekillt und brauchen noch 105 Erfahrungspunkte. Kann das sein? 1005. 1005, glaube ich. 1005. 1005 Erfahrungspunkte. Okay, hier sieht es wunderschön aus. Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Zeugs einsammeln, weil hier so verdammt viel Zeugs rumliegt und ich total gestörter Spieler bin und alles mitnehmen muss, egal wie sinnvoll es ist. Ah ja, stimmt, die brauchen da zwei Schüsse, obwohl sie 100 Erfahrungspunkte geben. Das ist echt geil. Überlegt mal, Wölfe geben 60. Wölfe gegen 60 und brauchen zwei Schüsse. Das ist blöd. Vom Ding. Also ich schätze mal, dass es Absicht ist, dass die genauso viel Leben haben, dass das magische Geschoss sie nicht one-hittet. Das ist der Vorteil am Feuerkristall, obwohl der Feuerkristall kostet einen Schuss natürlich 10 Mana. Also letztendlich muss ich sagen, ich glaube, dass das magische Geschoss Mana-sparender ist, wie der Feuerball. Weil der Feuerball verbraucht mit einem Schlag 10 Mana, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Bitte schimpft mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es war so. Und genau. Genau. Und jetzt stell dir mal vor, je mehr Schaden ein Zauber macht, das ist zwar gut, aber je mehr Mana man dafür braucht, wenn es im gleichen Maße ansteigt, dann ist der Zauber eigentlich mit ihm immer schlechter. Weil stell dir mal vor, der Kristall würde... pro Mana-Punkt macht man einen Schaden, so als Beispielsrechnung jetzt. Dann würden 100 Schadenspunkte 100 Mana kosten. Ja, okay. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe diesen Zauber, der genau 100 Mana kostet. Der Gegner hat aber nur 60 Lebenspunkte, dann verschwende ich aber trotzdem 100 Mana dafür. Also ich brauche nur einen Schlag, aber trotzdem Mana intensiver. Und im Spiel ist es eben so, dass nicht der Damage zählt, sondern es zählt einfach die Spielkunst, dass du hier so Gegner so aus der Entfernung eben abknallen kannst, ohne tausendmal vorbeizuschießen. Was mir jetzt nicht immer so gut gelingt, aber das ist eigentlich viel entscheidender. Und da habe ich lieber weniger Schaden machen und besser zielen. Das ist nämlich letztendlich effizienter. Und wenn man dieses Kriterium erfüllt, dann ist man auch Mana sparend. Und je mehr Mana man hat, desto stärker ist man, weil man mehr Gegner töten kann. Oh, der letzte Burgherr. Jawohl. So sollte man zum Beispiel jetzt nicht zielen, wie es ich gerade gemacht habe. Und toter Burgherr. Questerfolg. Finde alle Vasallenringe. Und einen Erfolg, also ein Achievement-Erfolg gibt es auch noch. Und zwar Geisterjäger. Ja, ich zeig's euch. Es ist zwar klar, was es ist, aber es ist... Geisterjäger finde alle Vasallenringe. Abgeschlossen. Jawohl. So. Dann haben wir hier... Ist da noch irgendwas? Vorsichtshaben mit gezückter...
mit gezücktem magischen irgendwas rumlaufen. Magisches Geschoss natürlich. Oh, eine Achterkombi. Oh, und sie ist nicht sogar noch blöd. Rechts, links, links. Oh, rechts, links, links, rechts. Und nochmal von vorne. Rechts, links, links, rechts, links. Oh, es gibt's doch nicht. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wow. Und was ist da drin? Amulett der Holzhaut. Und magischer Schutz. Eine magische Aura gibt den Zaubern eine erhöhte Rüstungs- alle Rüstungswerte um 20. Das ist gar nicht mal so schlecht. Werde ich allerdings nie verwenden. Ah, sagen wir mal nicht nie, aber wahrscheinlich vergesse ich, dass ich den Zauberspruch habe und werde ihn wahrscheinlich nie verwenden. Ah, gut, Seegeier. Sei mal Seegeier Balturo. Was guckst du so? Kann halt gucken. Erickson. Ich will es nicht hören. Komm mal her, mein Freund. Wir müssen uns mal miteinander unterhalten. Alles klar, was gibt's? Was soll denn das jetzt werden? Ein Hinterhalt? Lass mich raten. Du tötest mich jetzt, nimmst mir Stahlbarts Hinweise ab und hebst den großen Schatz, ja? Lass den Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann. Ach was, warum nicht? Patty und du seid die Einzigen, die diesen verdammten Fluch von Kapitän Stahlbart bannen können. Dieses Teufelsweib hat sich schon geweigert, mit uns zu kooperieren. Jetzt hängt alles von dir ab. Stahlbarts Fluch, was soll das sein? Stell dich nicht dümmer, als du bist. Ich habe schon einen meiner Männer bei dem Versuch, den Schatz zu heben, verloren. Stahlbart, der Mistkerl, hat seinen Schatz mit irgendeiner tödlichen Teufelei gesichert. Keiner meiner Leute traut sich auch nur einen Fuß da reinzusetzen. Oh. Tja, aber das müssen sie ja auch nicht. Wir haben ja dich, nicht wahr? Was hast du mit Patty gemacht? Sie ist an einem sicheren Ort, wo sie über ihre Drohungen, die sie mir entgegengeschleudert hat, gründlich nachdenken kann. Ja, das klingt ganz nach ihr. Es liegt ganz an dir, ob sie das Tageslicht jemals wieder sehen wird. Ach, mir ist das relativ. Was mich angeht, habe ich keine Skrupel, sie dort verrotten zu lassen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was genau erwartest du von mir? Also, du hast jetzt die Wahl. Das ist aber nett. Entweder du gehst in die Höhle und bringst mir, was ich haben will, oder du wirst Patty nicht wiedersehen. So einfach ist das. Ich bring dir Stahlbarts Schatz und du lässt Patty frei. Patty ist mir egal, machen wir halbe halbe. Ich bring dir Stahlbarts Schatz und du lässt Patty frei. Wie ergreifend. Sie hat ja wohl den Kopf verdreht, was? Aber naja, ich habe das auch nicht anders erwartet. Gut, abgemacht. Bring mir, was ich haben will und du sollst das Teufelsweib haben. Aber beeil dich. Wenn das Ganze zu lange dauert, werde ich mir die ganze Sache vielleicht doch noch anders überlegen. Und jetzt geh. Ich werde hier auf dich warten. Oh, sie ist das Teufelsweib. Oh, verehrt sie dich nicht nach ihrem Leib. Ja, das Teufelsweib erinnert mich immer an diese. An dieses eine Lied von. Ich glaube, Sapphi to Sally oder Schandmaul, Teufelsweib. Was war's denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Schandmaul war's. Ich glaube, es war von Schandmaul das Lied.